Hallo Welt, hallo YouTube. Heute ist Mittwoch, der 3. Juni 2020. Ich war hier auf der Baustelle zuletzt, ich glaube am Montag, vor 2, 3 Tagen, und hatte ja euch die Revisionsschächte hier im Hintergrund auch gezeigt, die eben in der Zwischenzeit installiert worden sind, und hatte da eben die Befürchtung, oder so rein vom Augenmaß her, dass das vom Höhenprofil her, von der Höhenlage her nicht funktionieren kann und wird. Es gibt ja hier bei einem der beiden Schächte gibt es einen Adaptionsring, insofern hat man da etwas Flexibilität, beim anderen aber fehlt dieser Adaptionsring, insofern kann man das jetzt in der Höhe nach unten hin nicht weiter angleichen. Und die Idee ist hier, das würde die Garageneinfahrt werden, dass man das eben bepflastert, und ich will das überpflastern, also jetzt nicht tatsächlich die Pflasterscheine drüber setzen, dass man da gar nicht mehr rankommt, aber es gibt so spezielle Abdeckungen, die dann sich eben bepflastern lassen. Und die den Vorteil haben gegenüber diesen runden Gullideckeln, dass die sich halt besser in das Bild, in das Pflastermuster sozusagen mit einpassen. Und dass das dann eben nicht so auffällig ist. Also die Idee ist zumindest langfristig gesehen, da solche Abdeckungen anzubringen, und dass man das dann jetzt auf den ersten Blick gar nicht als Revisionsschächte wahrnehmen kann. Beim letzten Mal hatten mir aber die harten Zahlen sozusagen gefehlt. Ich hatte ja das nur in Augenschein genommen. Und ich hatte jetzt nicht im Kopf, zum einen, wie hoch typische Pflastersteine sind, zum anderen aber auch, wie die genaue Abdeckung dann zu montieren ist, beziehungsweise wie viel diese in der Höhe aufträgt und so weiter. Und diesbezüglich habe ich jetzt eben Recherchen angestellt, habe da jetzt ein besseres Verständnis und Bild, wie das nachher installiert werden wird. Ich hatte auch mit dem Tiefbauer zwischenzeitlich schon mal gesprochen. Grundsätzlich wäre es schon möglich, diese Revisionsschächte, beziehungsweise eben die oberen Betonelemente, diese konischen Betonelemente jeweils, nochmal auszutauschen. Aber wie gesagt, dazu möchte ich jetzt erstmal den Ist-Zustand bestimmen. Und bevor ich da jetzt eben gleich mit dem Linienlaser reinkrabbel, wollte ich euch nochmal kurz zeigen, wie der Aufbau grundsätzlich ausschauen soll, später mal. Hier sind ein paar Datenblätter bzw. Lagepläne, die ich eben mitgebracht habe, um mir das Ganze vor Ort nochmal in Ruhe anschauen zu können. Grundsätzlich ist hier eben eine Skizze, diese Abdeckung, so wie ich mir diese vorstelle. Das ist jetzt beispielhaft von diesem Anbieter hier. Es gibt aber auch eine Reihe von anderen, und das wird wahrscheinlich von der Art her immer gleich funktionieren. Also es gibt hier eben diesen Unterteil, der dann aufgesetzt wird auf den Kanal, und dann gibt es eben eine Wanne, in die man dann die Pflastersteine setzen kann. Und man kann das eben sowohl von außen als auch von innen dann entsprechend herausschneiden, sodass das eben vom Pflastermuster her zusammenpasst. Was man jetzt hier eben auch sehen kann, ist die Gesamthöhe. Für dieses Modell jetzt wären 130 mm, also 13 cm. Und dementsprechend muss man halt schauen, dass man quasi 13 cm unterhalb des eigentlichen Pflasterniveaus bleibt mit der Oberkante der Revisionsschächte. Man kann da, wie gesagt, mit diesen Ausgleichsringen hier, beziehungsweise dann mit Mörtel, das schon noch ein bisschen anpassen, ein paar Zentimeter, oder das auch leicht anschrägen, falls das notwendig ist vom Profil her. Aber man kann da jetzt natürlich keine halben Meter überbrücken, beziehungsweise vor allem kann man nicht weiter nach unten rutschen, wenn es eben wie in diesem Fall keinen solchen Adaptionsring gibt. Grundsätzlich in diese Wanne, die Pflastersteine, die man da reinsetzt, sollen laut Datenblatt oder laut Beschreibung, die ich hier auch dabei habe, 4 cm hoch sein. Typische Pflastersteine sind wohl so 8 cm hoch. Das heißt, man muss die Pflastersteine dann tatsächlich auch irgendwie halbieren. Aber ja, das ist dann ein Problem für später. Angebracht wird das Ganze eben in etwa so, das ist jetzt leider bloß schwarz-weiß, aber man sieht hier eben unten diesen konischen Teil des Revisionsschachts, und obendrauf wird eben diese Abdeckung gesetzt. Das ist jetzt hier für eine Einstiegsöffnung von DN625, das ist eigentlich ein Standard, werde ich auch hier nochmal kurz überprüfen, aber das könnte hinhauen. Und wenn nicht, gibt es auch hier durchaus auch andere Abdeckungen. Ich habe auch dabei einen Ausdruck des digitalen Lageplans von dem Grundstück hier, und man kann halt sehen, wahrscheinlich auf dem Video relativ schlecht, aber ich habe hier eine Höhenangabe am Grenzstein. Das sind zum Beispiel hier in dem Fall 377,58 über 0, und man sieht hier auch den Verlauf. Auf der anderen Seite des Grundstücks bin ich eben bei 378,33, und das sind hier so 80 cm Differenz. Von diesem Ende des Grundstücks bis zum anderen Ende des Grundstücks auf dieser Seite. Das heißt, das Ganze wird hier, es wird hier ein leichtes Gefälle geben, aber das sieht man auch mit dem bloßen Auge. Die Straße hier geht ein bisschen aufwärts.
Und die Idee ist jetzt quasi, sich mal hier diese Punkte, also so wie die jetzt eben am Schacht hier sind, rauszumessen. Dafür werde ich den Linienlaser wahrscheinlich da drüben mal aufstellen. Und dann kann ich mit dem Linienlaser quasi und einem Zollstock sehen, wie viel ich da jetzt drüber oder drunter bin. So, man hat es jetzt eben schon erahnen können im Zeitraffer. Ich habe hier jetzt den Kreuzlinienlaser aufgebaut mit einer Ebene eben. Der projiziert aktuell eben sozusagen so eine virtuelle Ebene in der Horizontalen. Und das ist sozusagen meine Referenzhöhe. Und wenn ich jetzt hier zum Grenzstein gehe, hier ist eben so eine Markierung. Und man kann eben ganz gut sehen, trotz der Sonne und so weiter, dass es da eine entsprechende Markierung auf dem Zollstock gibt. Das sind eben in etwa 31,5 cm. Und als weitere Markierung, ich stehe jetzt in etwa genau vor dem ersten Revisionsschacht hier. An dieser Stelle über der Bordsteinkante liege ich noch bei 27 cm. Man kann das hier eben sehen. Und wenn ich mich weiter bewege, jetzt stehe ich eben genau vor dem zweiten Revisionsschacht hier. Da muss ich allerdings das ein bisschen zur Seite schieben. Da liege ich in etwa, das ist jetzt genau an der Kante vom Zollstock hier, aber da bin ich eben bei 22 Zentimetern. Und ich kann eine eben solche Messung auch hier vornehmen. Auf dem einen Revisionsschacht, da sind wir eben in etwa bei, je nachdem natürlich auch, wo man am Revisionsschacht misst. Der sollte aber in der Waage an sich sein. Kann man jetzt hier sehen, bei etwa 25,3 mm. Und entsprechend hier kann man einen Strich sehen bei knapp 21 cm. Ich habe das hier auch schon mal notiert mit Kreide. Einfach nur als Gedächtnisstütze an mich selbst. Also 25, 21 und 31. Und jetzt kann man eben relativ simpel mit ein bisschen Mathematik das ausrechnen, was man auch sehen kann. Und da jetzt auch relativ zueinander das eben zu sehen mit der Wasserwaage, dass die quasi aktuell nicht auf einer Höhe liegen. Dieser Schacht ist ein bisschen höher und das, obwohl die Straße hier herunterfällt. Und das ist halt in erster Linie diesem Adaptionsring hier zu verschulden. So, bisher hatte ich ja jetzt quasi von oben vom Deckel aus gemessen. Und dieser Deckel bzw. diese Abdeckung, die kommt ja weg. Also die Idee ist ja, das Ding zu ersetzen durch eben eine andere Abdeckung. Und dementsprechend ist interessant halt diese Höhenebene. Und da wäre ich jetzt quasi bei 34, bei 33,8 Zentimetern hier in dem Falle, beziehungsweise ohne diesen Adapterring sogar bei 42,5 Zentimetern. Und in dem Falle hier da drüben wäre ich bei 37 Zentimetern. Ich hoffe, man kann das in der Kamera auch sehen. Das heißt, hier bin ich quasi vom Niveau her. Ich glaube, das andere waren ja 31,5. Das heißt, das Straßenniveau liegt dann in etwa hier und ich bin dann eben nur relativ wenig darüber, nämlich eben die Differenz von 37 zu 31,5 und das sind 5,5 Zentimeter und das ist zu wenig. Für den Kanal brauche ich ja, wie gesagt, 13 in diesem Modell. Es gibt auch andere Modelle mit bis zu 18 Zentimetern, aber 5,5 sind definitiv zu wenig. In dem Fall hier wäre ich auch ohne Ring, wäre das auch zu wenig. Das sind ja dann gerade einmal 2 cm in etwa. Dementsprechend müsste ich das ohne Ring machen. Und ohne diesen Ring bin ich in etwa bei
11 Zentimetern und selbst das ist eher wenig. Also so wie ich das sehe, müsste man tatsächlich sogar beide austauschen. Und ja, das habe ich jetzt eben dokumentiert. Ich werde das in Ruhe jetzt nochmal nachrechnen. Aber ja, der Eindruck hat sich bestätigt und das kommt von der Höhenprofil her nicht hin mit den Abdeckungen, die ich da eben im Sinn habe.